So, und willkommen zurück zur vierten Episode von Heretic, also dem ersten Add-on oder der ersten Add-on-Episode. Naja, wie gesagt, gehört eigentlich nicht zum Hauptspiel mittlerweile, von daher brauchen wir das mit dem Add-on eigentlich nicht extra erwähnen. Von daher, willkommen zur vierten Episode von Heretic. Map 2, nicht vergessen. So, hier haben wir ganz viele Gegner, die uns Böses wollen. Hier auch. Aber soll das eine Burg darstellen oder was? Ich liebe ja Burgmaps. Überall. Sie sind meistens scheiße. So, da hinten sehe ich eine grüne Tür. Schnauze. Scheiße. Gibt es hier keine Attacke, die keinen Krach macht? Sowas wie jetzt. Macht auch Krach. Klar, mit dem Stock rumfehlen macht doch so viel Krach, dass direkt alle wach werden. Jetzt gibt es keine Schleichattacke, sage ich jetzt mal. Ja gut, also wie gesagt, da hinten ist eine grüne Tür. Da gucken wir mal weiter. Da ist ein grüner Key, interessant. Hier ist grüne Munition, da ist eine Einteilung. Hier ist eine blaue Tür. Da ist, wie gesagt, die grüne. Achso, ich bin einmal rum. Ja gut. Das erklärt so einiges. Ja, das heißt, wir haben eine grüne Tür. Wir haben hier Gitter. Wir haben eine blaue Tür. Hier haben wir auch nur Gitter. Achso, vielleicht ist unten im Wasser noch was. Das kann natürlich sein. Hier haben wir auch nur Gitter. Klar, klar. Einmal bitte von jedem etwas. Wie an so einer Wursttheke, ey. Die kann man auch nicht aufmachen. Nö, nur Gitter und Türen, die wir nicht öffnen können. Ach, Alter, ey. Wie ich echt jede Munition genau einmal sauber treffe. Dachte schon, ging gerade auf. War bloß Vater Morgana. Ja gut, so müssen wir jetzt rein. Gut, ich krache mal unten ins Wasser. Ist hier irgendwie ein Key? Uah. Wie gesagt, den grünen Key haben wir schon gefunden. Das heißt, wir müssen auch die Augen aufhalten, ob wir hier irgendwo hochkommen. Aber sehe ich erstmal nicht. Wäre auch zu einfach, ganz ehrlich. Ein bisschen Herausforderung muss ja schon sein. Aber ich sehe auch kein Key oder ähnliches. Na gut, gehen wir mal erstmal wieder hoch. Ah! Na schau mal, da guckt sich das Ding jetzt auf. Ne, ist nur der eine. Ach ja, das heißt, wir haben einen Eingang. Und vorhin. Dann nehmen wir mal eine relativ starke Waffe aus. Und gucken mal, was abgeht. Hä? Moment mal. Okay, ist eine Ecke, die aufgegangen ist. Jetzt bin ich schon hier, jetzt bin ich hier schon Parallaxe. So, ich mach erstmal hier die. Ach du Scheiße. Oh, Alter, ich wollte erstmal hier nur die Vögel wegmachen, aber. Leck mich. Ja, sieht ja unterhaltsam aus. Hehe. Oh Gott. Guckt euch diese Vögel an. Was nehmen wir denn da? Einmal rein und dann geht's, oder? Boah, dieser scheiß Wand. Mann!
Da bin ich hängen geblieben in dieser Scheißkacke. Das Problem ist halt, ich muss hier so weit auf die Spitze rauf, weil ansonsten bleibt meine Munition hier unten an der Kante hängen. Ist echt wunderbar gelöst hier. Mit die Map. Ja, bleib schon wieder hängen. Manchmal denke ich, das machen die absichtlich. Nein! Wir haben noch 70% Leben. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Nein, letzte! Jetzt hab ich doch keinen Bock mehr hier. Ein Rückspiel haben. Mit SDVZO zu laufen. Weg. So, Rest machen wir mal wieder mit dem Crossbow. Wahrscheinlich die bessere Alternative für so ein paar Gegner. Weil die Munition nämlich schneller fliegt. Wobei die Munition schubst die Gegner ja runter, als sie umzubringen. Hauptsache, sie sterben. Och Mann, jetzt. Was ist denn hier? Okay, einer ist noch da. Jawohl, weg ist er. So, was geht jetzt hier unten ab? Eine ganze Menge ungemütlicher Dinge. Wow. Du lebst immer noch? Hast du gerade die anderen als Schutzschild genommen oder was? Was läuft mit dir falsch? Das Schöne ist, wir bekommen gleich von Anfang an die Munition für alle Waffen. Das ist ganz geil. Okay, es gibt aber keine Secrets. Also entweder sollten wir die gesamten Waffen eigentlich schon in der ersten Map gefunden haben, oder in der Map gibt es die Waffen einfach so. Ohne Secret. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ah! Hallo? Machst du wieder so eine Kackleindev oder was? Hä? Ah, hier im. In dem Ding drinne ist eine Line-Dev. Also so eine Triggerline, die, wenn man diese überläuft, irgendwas auslöst, zum Beispiel das Ding runtergeht. Für alle, die meine Doom Let's Plays nicht gesehen haben. So, da oben ist auch der gelbe Key, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen irgendwie auch nochmal hoch. Okay, dafür gibt es scheinbar keine Line-Dev und anklicken geht auch nicht. Na gut. Gucken wir mal. Auf jeden Fall gibt es noch drei weitere Ecken mit Munition. Das heißt, die anderen drei Dinger sind wahrscheinlich auch Teleporter. Frage ist nur, wie bekommen wir die auf? Oh, ist schon auf. Ah, okay. Hab's gescheckt. Zwei Teleporter haben wir noch und zwei Stufen sind noch. Das heißt, jeder Teleporter ist für eine Ecke und jede Ecke ist für eine Stufe. Und wenn alle vier Stufen unten sind, kommt man die gelbe Karte ran. Die ist da, Boss. Mann, Alter. Ey, voll kreativ und so. Oh, ist noch zu. Scheiße. Tja, also wie das Ganze funktioniert, weiß ich jetzt. Also ich hoffe es zu wissen. Die Frage ist, wie kriegen wir die Teleporter auf? Oder gehen die auch über eine Line-Dev? Na, jetzt ist einfach offen. Nee, halt, hier waren wir schon.
Alter, ich krieg nicht mehr, ich krieg eine Wacke. Genau, hier ist noch zu. Die Frage ist, wie kriegen wir das auf? Müssen wir irgendwas überschreiten, irgendwas übertreten? Aua. Ich renne einfach hier noch eine. Kann ja auch sein, dass es halt gesteuert ist, aber. Opa, Mann. Die gehen halt hart auf den Sack, da waren wir gerade auch schon. Sollte mir mal überlegen, gucken, wo wir überhaupt schon waren, wo noch nicht. Also hier ist zu. Und links ist zu und unten rechts ist zu. Das heißt, die beiden oberen haben wir schon und die beiden unteren müssen wir irgendwie aufbekommen. Gut, dann gehe ich da nochmal in den Teleporter rein. Vielleicht ist da irgendwas, was wir hier. Klappe jetzt. Da geht das Ding nur runter. Gehen beide runter? Ach so. Ja, gut, okay, kann man auch machen. Tja, die Frage ist, kann natürlich sein, dass die durch diese Line-Devs und die Teleporter gesenkt werden. Das wäre Map-Design-technisch eine clevere Lösung und scheint auch so. Oh, dann gehen wir jetzt mal wieder runter. Bam. Und dann müsste sich jetzt auch das vierte Portal geöffnet haben. Das müsste dann jetzt um links sein. Achso, da waren wir gerade. Ja, hat sich geöffnet. Ne, da waren wir gerade drinne. Müssen wir jetzt noch um rechts. Hä? Soll ich mich jetzt verarschen? Oder waren oben die wo wir am Anfang drinne waren? Ich sag's dir, ich hasse diese Burgmaps, die sind so verwirrend. Da blickst du, da kriegst du eine Krise, kriegst du da. Ah, okay. Dann waren die oberen beiden die, wo wir zuerst drin waren. Ich dachte, waren die unteren. Ah! Ah! Ein Happy End gibt's auch noch. So, hier kommen keine Gegner. Und die Tür geht nach draußen, für die ganzen anderen Gegner auf uns warten. Na, super! Ich würde es dann aber ungern so einfach machen. Ich glaube, wir gehen. Wir tricksen die Map mal ein bisschen aus und gehen über die anderen Teleporter raus. Voll so clever und so. So, die Frage ist. Genau, da werden wir jetzt. Ja, da werden wir rausgekommen. Ach so, siehst du? Da hinten war ja der grüne Key. Das heißt, wir müssen da innen irgendwie lang. Scheiße. Na gut, dann erledigen wir hier mal die ganzen Dinge hier von außen. Kann sich ja nur um Jahre handeln. Halt doch geil, wenn irgendwo mal ein Spot wäre, wo man sich ein bisschen ausruhen kann, wo man die alle anlocken kann und damit einmal fertig machen kann. Klar, der trifft mich natürlich durch die Wand durch. Och, leckt mich doch halt. Oh, runtergeschubst. Ja, so geht's natürlich auch. Die da unten sind unwichtig, scheiß Auto-Aim. Das Auto-Aim ist ja wieder echt göttlich. Wow. Okay, komm, wir gehen doch nach innen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich zu einfacher. Das Auto-Aim versaut ja jede Strategie, die man überhaupt aufbauen kann. Ist ja schlimm, ist das. Ja, jetzt müssen wir nämlich hier direkt Konfrontation irgendwie überleben. Na klar, jetzt kommen wir noch mal. Ihr wollt mich verarschen? Wir sind gefickt.
offiziell und endgültig gefickt. Ach Gott, Herr Minierchen. Und mach ich das weg. Nummer 32 auch weg. Sehr schön. Was? Hallo? Wie bin ich jetzt da? Achso. Einmal über die Mitte laufen. So, jetzt müssen wir nur irgendwie an den grünen Key rankommen. Der ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Wow. Boah, Alter! Ja, hab ihn eingesammelt. Boah, das geht hier ab. Ah, sogar richtig gelaufen. Ach nö. Alter, willst du mich verarschen? Ach Mann, jetzt nicht noch mehr. Oh, klar. Flucht. Das ist der beste Angriff. Da sind noch mehr Magier. Fällt mir gerade auf. Das ist die blaue Tür. Blau, blau, blau unten. Okay. Da. Na klar! Na klar! Geh weg halt! Alter, wollt ihr mich verarschen? Was stimmt nicht mit dieser. Naja, wie gesagt, das ist natürlich auch die erste Add-on. Die erste Add-on. Ja doch, die erste Add-on-Map. Nein. Die erste. Nein. Eine Map aus der ersten Add-on. So. Aus dem ersten Add-on. Ist doch egal. Ja, und Add-ons hat man, wie gesagt, schon an Ultimate Doom gemerkt. Hatte ich ja schon von Anfang an auch gesagt gehabt, dass die anderen letzten Episoden wahrscheinlich wesentlich schwieriger werden. Weswegen ich auch jetzt tatsächlich doch ganz optimistisch bin, dass es gut war, die normale Schwierigkeitsgrad auszuwählen und nicht eins der etwas höheren Schwierigkeitsgrade nennen. Ja. Weil ich glaube mal, die beiden Episoden jetzt, also vierte und fünfte, die werden uns ordentlich in den Arsch ficken. Und zwar ohne Gleitgel. Schau mit V. Schöne Träume.